Guten Tag und willkommen zum ersten Bundesbahnmagazin 1987. Unsere Schlagzeilen heute. Tempo 500 in der Halle. Rat Schieneforschung für die neue Bahn. Billiger geht's nicht. Die neue Tarifstruktur. Ticketkauf mit Checkkarte. Ein Versuch in München. Konzepte nach Maß. Logistiklösungen für die Wirtschaft. Und Nostalgie-Express. Sonderzüge für Dampflokfreunde. In unserer ersten Reportage geht es um die Hochtechnologie auf Schienen. Der neue ICE hat Ende vergangenen Jahres einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord für Drehstrommotoren aufgestellt. Die Bahn testet ihre neuesten Züge ja nicht nur auf der Strecke, sondern sie holt sich, wenn Sie so wollen, die Schiene ins Labor, um alle Fahrzeugkomponenten einem harten Test zu unterwerfen. Die neuen Züge der Bahn sind noch schneller, noch wirtschaftlicher und noch leiser geworden als ihre Vorgänger. Dazu müssen die Weichen gestellt werden, lange bevor ein Prototyp aus der Halle rollt. Jahrelange Entwicklung stecken in Konstruktion, Design und Innenleben eines neuen Intercity Experimental. Nach dem Zusammensetzen müssen sich auch die technischen Neuentwicklungen des ICE bewähren. Etwa das Bremssystem, bei dem die Bremswirkung durch den Aufbau eines elektromagnetischen Feldes erzielt wird, aber auch die vollelektronische Bremssteuerung. Andere Entwicklungen werden schon lange vor einer Einbauentscheidung getestet, etwa der stupfgeregelte Radsatz. Er hat eine bewegliche Achse. Dadurch werden die Laufschwingungen ausgeglichen, die Fahrt wird stabiler. Einzigartig auf der Welt ist der Rollprüfstand, ein Fahrwegsimulator, mit dem die Bundesbahn Radsätze und ganze Fahrzeuge testet. Über ein komplexes Steuer- und Rechensystem kann jede Schiene ins Labor geholt werden. Hier wird Tempo 400 gefahren, in der Halle. Der Rollprüfstand in München-Fraimann arbeitet mit Hilfe von rotierenden Rollen. Vertikale, horizontale, kippende und drehende Bewegungen können simuliert werden, natürlich auch alles gleichzeitig. Jetzt werden Rollen und Räder sogar auf 500 Stundenkilometer beschleunigt. Eine Hallen-Weltbestleistung. Alle Veränderungen der Gleislage und deren Auswirkungen auf das gesamte Fahrzeug können so exakt erforscht werden. ICE muss aber noch mehr Mutproben bestehen, um später bei Wind und Wetter planmäßig zu fahren. In der Klimakammer in Wien wird er extremen Temperaturen ausgesetzt. Diagnose: immer funktionstüchtig. Ob bei Schnee und Eis oder bei glühender Sonne. So wird jede Komponente durchgecheckt und durchgerüttelt. Hier die Dreischeibenverglasung der Fenster. Für den Betriebsversuch des neuen Zuges wurde ein Messwagen entwickelt, mit dessen Hilfe Tests auf der Strecke fortgesetzt werden. Nächste Versuchsfahrt 201, Geschwindigkeit 120, Bremspunkt 129,6. Der ICE hat bisher alle Tests mit Bravour bestanden und sogar schon eine Schallmauer durchbrochen. Am 17. November 1986 um 15.25 Uhr stellte er den Geschwindigkeitsweltrekord für Drehstromantriebssysteme auf. 345 Stundenkilometer. Neue Farben für die neue Bahn. Die Deutsche Bundesbahn hat sich für neue Farben entschieden, um die Identifikation und die Orientierung zu erleichtern. Die Farbe Rot signalisiert Spitze, also erhalten die Lokomotiven als Zugspitzen roten Lack, ebenso wie das Spitzenangebot der Bahn, die Intercity-Züge. Der übrige Fernverkehr wird blau gekennzeichnet. Der Nah- und Regionalschnellverkehr erhalten die Farbe Grün und die S-Bahnen werden bald überall in Orange rollen. Die erste Serienlok der Baureihe 120 übergeben. Für die Bundesbahn ging jetzt ein jahrzehntelanger technischer Traum in Erfüllung. Auf den elektrifizierten Strecken kommt sie künftig mit nur einer Lokomotivbauart aus, der Drehstromlokomotive der Baureihe 120. Im Ausbesserungswerk München-Fraimann wurde jetzt die erste Serienlok dieser Baureihe nach 15-jähriger Entwicklungszeit übergeben. 60 weitere sind im Bau.
Die 120 kann sowohl schnelle Reisezüge als auch die schweren Güterzüge ziehen. Die DSG im neuen Look. 32 Kilometer Stoff verwandeln seit dem 14. Februar das Bild der DSG. Die Stewardessen und Kellner der 219 Zugrestaurants der Deutschen Bundesbahn und die Minibar-Verkäufer wurden neu eingekleidet. Zum neuen Look gehören dunkelblaue Röcke und Hosen, rote Westen und zartlila Blusen und Hemden. Und nun noch eine Meldung aus Stuttgart. Eine große Gruppe von Schwarzfahrern, gegen die die Bundesbahn aber nichts einzuwenden hatte, sorgte an einem Januarsamstag für Aufsehen. Wenn sich Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen aus der ganzen Bundesrepublik treffen, dann benutzen sie die Bundesbahn. Schon um 6 Uhr morgens sind diese 30 Zunftkollegen in den Intercity 611 Chiemgau von Köln nach Stuttgart eingestiegen. Besen und Zylinder sind auf den ersten Blick ungewöhnlich im Großraumwagen. Kurz nach Mainz geht die Sonne auf und die schwarzen Männer sind in bester Reiselaune. So viele Schwarzfahrer auf einmal hat auch die IC-Betreuerin noch nie gesehen. Aber jeder hat einen gültigen Fahrausweis. Er hat ihn sich allerdings an den Hut gesteckt. Einmal rubbeln soll Glück bringen. Dieser ungewöhnliche Service ist heute im Fahrpreis inklusive. Bei einem Bierchen im Zugrestaurant beschlossen die Schornsteinfeger, Glückspfennige in ein Glücksschwein zu sammeln. Und so gab es zum Abschied in Stuttgart ein herzliches Dankeschön für eine gelungene Reise. Aus diesem Glücksschwein der Schornsteinfeger kann leicht für viele Fahrgäste ein Sparschwein werden. Denn am 1. März 1987 tritt die neue Tarifstruktur der Bundesbahn in Kraft und da kann so mancher Reisende, so manche Mark sparen. Nun, wer kann sparen? Zum Beispiel derjenige, der oft fährt, der weit fährt oder der mitfährt. Aber auch der, der bei der Wahl seiner Reisetage flexibel buchen kann, hat Vorteile. Ab dem 1. März zahlt man bei der Bahn genau die Kilometer, die man wirklich fährt. Für die zweite Klasse kostet der Kilometer ab 101 Kilometer 20 Pfennig. Ab 200 Kilometer zahlen die Mitfahrer nur 10 Pfennig pro Kilometer. Noch preiswerter fahren sie zum neuen Sparpreis der Bahn. Ab 450 Kilometer Entfernung zahlt die erste Person hin und zurück 180 Mark, die zweite und jede weitere Person nur die Hälfte. Voraussetzung, ein Samstag oder Sonntag fällt in die Reisezeit. Absoluter Preishit der Bahn ist der Supersparpreis. Im Unterschied zum Sparpreis ist er nicht an jedem Tag gültig. Ab 300 Kilometer kostet eine Rückfahrkarte zweiter Klasse 120 Mark für die erste Person und 60 Mark für die zweite bis fünfte Person, egal wie weit man fährt. Ein Supersparpreisticket gilt 10 Tage. An allen gelb markierten Tagen kann man super sparen beim Fahren. Zum Supersparpreis kann man aber auch ein ganzes Abteil reservieren. 6 Personen fahren dann zum Preis von 5, nämlich für 360 Mark. Ein Beispiel. Die Rückfahrkarte Hamburg-München kostet normal 328 Mark. Zum Sparpreis nur 180 Mark. Zum Supersparpreis fährt man für nur 120 Mark. Die zweite bis fünfte Person sogar für nur 60 Mark. Reserviert man ein ganzes Abteil für 6 Personen von Hamburg nach München, dann würde dies regulär 1.176 Mark kosten. Beim Abteil Supersparpreis zahlen Sie nur 360 Mark. Sind Sie je so billig verreist? Der Verkaufschef der Bahn, Hemjo Klein, erklärt uns, warum die Bundesbahn die neue Tarifstruktur eingeführt hat. Wir wollen die Bahn zu einem modernen, wettbewerbsfähigen Dienstleistungsunternehmen entwickeln, mit neuen Produkten für verschiedene Zielgruppen in den unterschiedlichsten Reisezeiten. Dafür ist das Preissystem, wie es in der bisherigen Form strukturiert war, Kilometer mal Anzahl, einfach nicht geeignet, weil es zu scharf, zu unflexibel und zu wenig wettbewerbsmäßig einsetzbar ist. Wir haben deshalb über 2,5 Jahre sehr erfolgreich die Möglichkeiten eines flexiblen Tarifsystems in den verschiedenen Aktionen rosa-rot getestet. Unsere Kunden haben das dankenswerterweise mit einem übergroßen Erfolg, im letzten Jahr 8 Millionen Kunden, praktiziert und uns Wege gezeigt, wie wir durch flexible, wettbewerbsorientierte Preise zu neuen Kunden kommen und alte Kunden zu intensiverer Bahnbenutzung anleiten.
Diese Erfahrung haben wir jetzt umgesetzt und uns entschlossen, sie einfließen zu lassen in ein System, das die bisherigen Tarifstrukturen völlig erneuert und damit die neuen Preise der neuen Bahn darstellt. Alles über die neuen Preise der neuen Bahn erfahren Sie aus dieser Broschüre, die überall da für Sie bereit liegt, wo es Fahrkarten gibt. Die Bahn führt aber nicht nur neue Tarife ein, sondern auch neue Methoden, um Fahrkarten zu bezahlen. Hier unser Bericht. Der Münchner Hauptbahnhof ist einer der größten in Deutschland mit täglich rund 140.000 Reisenden. Hier startete die Bundesbahn ein Experiment, um den Fahrgästen Zeit und Aufwand beim Ticketkauf zu erleichtern. Gerade wenn es um Weiterreisen oder Gruppenfahrkarten geht, kommen die Fahrgäste oft mit einem ganzen Bündel Bargeld zum Schalter. Das muss nicht mehr sein und auch der Scheck kann bald aus der Mode kommen. Im Münchner DB-Reisezentrum kann man erstmals allein mit der Euro-Scheck-Karte bezahlen. Erster Kunde am neuen Schalter, DB-Verkaufschef Hemjo Klein. Die Information seiner IC-Karte und der Betrag werden direkt an einen Zentralrechner übermittelt. Die Geheimnummer tippt jeder selbst. So einfach ist das. Und schon spuckt die Maschine Ticket und Billig aus. Vorerst einzige Einschränkung, es werden nur Münchner Scheckkarten akzeptiert. Der Computer spielt auch in unserem nächsten Bericht eine Hauptrolle. Wenn es um die Logistik, also um komplette Transportkonzepte geht, dann hat die Bahn mehr zu bieten als Container und Güterzüge. Mit Hilfe modernster Informationssysteme hat die Bahn die Weichen gestellt für umfassende, kundenorientierte Logistikangebote von A bis Z. Und das reicht weit über den eigentlichen Transport hinaus. Time is money. Wohl nirgends ist dieser Satz so bedeutsam wie im Gütertransport. Ich wiederhole 51 341 Plan ab. Das Stichwort bei der Bundesbahn heißt transportergänzende Leistungen. Die Bahn bietet dazu eine Kette von Bausteinen an, die für jeden Kunden individuell kombiniert werden können. Dazu gehört ein dichtes Raster von Sammel- und Verteilsystemen, maßgeschneiderte Transportgefäße, die auch als rollende Lager dienen können. Eine über 20-jährige Erfahrung mit frachtbezogener Datenverarbeitung und eine spezifische Beratung bis hin zu Logistikexperten als Systemberater der Unternehmen. Ein Beispiel. Diese Großdruckerei liegt mitten in Nürnberg und hat keinen Platz für ausgedehnte Papierlager, außer im Keller. Der Materialbedarf wurde vorausberechnet und danach ein kontinuierliches Nachschubsystem per Container entwickelt. Die gerade angelieferten Papierrollen können direkt in die Druckmaschinen gespannt werden. Eine Lösung so kontinuierlich aktuell, wie es die Branche verlangt. Zweites Beispiel. Das BMW-Werk Dingolfing in Niederbayern. Von hier aus gehen Ersatzteile in alle Welt, meist per Container, die im ersten Stock beladen werden. Herzstück der Logistik ist ein verzweigtes Computersystem. Der Zentralrechner in München steuert auch die Geisterbahn für den automatischen Materialtransport. Die zusammengestellten Materialpaletten mit Ersatzteilen werden per Gabelstapler in den Container geladen. Nonstop geht es von hier zu den Kundendienststellen in alle Welt, Tag und Nacht. Eine Transportlösung, die einen hohen Lagerdurchsatz ermöglicht. Das verringert den Kostenaufwand in der Lagerhaltung. Ein eigener Gleisanschluss hat sich inzwischen für viele Firmen als echter Standortvorteil erwiesen. Beispiel Miele in Gütersloh. Das Gleis führt direkt in die Produktionshalle. Durch kontinuierliche Zulieferung zu vorausbestimmten Zeiten kann Miele den Stahlblechvorrat erheblich verringern. Hier werden Waschmaschinen produziert. Am Bandende werden die neuen Geräte verpackt, direkt am Gleisanschluss. Der Eisenbahnwagen wartet schon. Von hier geht es direkt zu den 29 Verkaufsbüros des Unternehmens, von denen viele ebenfalls einen Gleisanschluss haben. Eine Transportlösung ganz ohne Umwege. Bevor wir uns nun von Ihnen verabschieden, möchten wir Sie noch zu einer Fahrt in einem alten Zug der neuen Bahn einladen.
Dampflokfreunde aus der ganzen Bundesrepublik sind nach Nürnberg gekommen, um per Nostalgie-Express nach Herzenslust durch den verschneiten Frankenwald zu dampfen. Und wenn Sie nach den folgenden Bildern auf den Geschmack kommen, für 1987 wurde das Programm der historischen Dampflokfahrten noch erweitert. Nähere Informationen gibt's überall da, wo es Fahrkarten gibt. Also denn, angenehme Reise.